Hallo und ganz herzlich willkommen. So, wir haben die Dorfbewohner dieses kleinen Reuburg hier gerettet und wieder zurückgebracht. Wir haben auch das Monster gerettet, das die Dorfbewohner entführt hat. Treffen uns jetzt weiter mit der Anführerin dieses Ritterordens dort, die uns über die Eisfelder bringen soll, damit wir endlich zu den letzten Ländern rüberkommen. Irgendwie ist ständig was dazwischen. Ja. Erlaubt mir, euch nochmal formell in Reuburg willkommen zu heißen. Das Dorf der Ritter. Was eure nächste Handlung angeht. Julien, ich habe auf dich gewartet. Was machst du hier, Lilus? Was ich hier mache? Ich wollte dir helfen. Mir helfen, sagst du? Das dürfte nicht notwendig sein. Aber du hast mich gefragt, du hast mich um Hilfe gebeten. Erinnerst du dich nicht? Ich habe dich gefragt, mir zu helfen, was ein Blödsinn. Wenn ich mir erlauben würde, durch deine Fehler beschmutzt zu werden, wäre ich nicht fähig, den Ritterorden zu führen. Meine Fehler? Worüber redest du? Wovon redest du? Julien, warum hast du dich so verändert? Was ist mit dir an diesem Tag geschehen? Au! Hinfort mit dir! Es tut mir leid, dass ihr das mit ansehen musstet. Bloß eine kleine Meinungsverschiedenheit natürlich. Okay. Das ist ein ziemlich extremer Weg, deine Meinung durchzusetzen. Es war unumgänglich. Ein Exempel für die anderen zu statuieren. Nun denn, es ist auch nicht wichtig. Nicht wichtig? Ich werde einen Guide besorgen, der euch über die Flowberg Waters führen wird. In der Zwischenzeit macht es euch hier bequem. Wir sind in Eile. Dann sieh zu, dass wir uns willkommen fühlen. Wir sind in Eile. Ist eure Aufgabe so wichtig, dass jede Sekunde zählt? Ja, es ist viel wichtiger, als du dir vorstellen könntest. Nun, Setzner hier ist. Sei ruhig hier. Yes, ma'am. Dies aber, nun gut. Nun denn, ich werde mich im Dorf umsehen. Lass uns einfach die Gelegenheit ergreifen, um zu rasten und unsere Gesundheit wieder herzustellen. Ja, das können wir sehr gerne tun. Ja, das ist die erste Chance, dass wir es ruhig angehen können. Und außerdem bin ich recht aufgeregt, in einem neuen Dorf zu sein. Ich muss mich umschauen. Du scheinst traurig zu sein. Willst du nicht gehen? Scheint es nicht so gut zu gehen. Hä? Oh, es tut mir leid. Normalerweise sagst du so etwas nicht. Also hat es mich ein bisschen überraschend erwischt, Endir. Kann ich aufhören, an den Jungen in der Höhle zu denken. Ich muss trotzdem aufhören. Ich habe nichts zu bereuen. Es wird uns gut tun, mit ein paar fröhlichen Leuten zusammen zu sein. Lass uns mit den Dorfbewohnern reden. Wir könnten ein paar nützliche Informationen herausfinden, oder? Komm schon, lass uns gehen.
Eterna ist gegangen, Nido ist gegangen, Kier ist gegangen. So viel zu rasten. Jetzt war hier doch irgendwo auch eine Kneipe. Ich will einkaufen. Mein Papa ist der Stärkste im ganzen Ritterorden. Ziemlich beeindruckend, hä? Ich bin sicher, dir fehlen die Worte. Im alten Ritterorden gab es Menschen, die als Minstrels bekannt waren. Großartige Leute, die, Baden sind das. Die Geschichten in Liedform erzählten. Ich selbst bin ein Nachfahre dieser noblen Wortschmiede, diese großartigen Männer des Liedes. Das Problem ist, ihre Hoheit ist momentan nicht sie selbst. Das ergibt kein schönes Lied. Okay. Ja, das haben wir gesehen. Die ist ein bisschen brutal drauf. Schnee, Schnee. Oh, er sagt mir Schnee. Die meisten Dorfbewohner von Reuburg sind Nachfahren der Leute des altertümlichen Königreiches. Des alten Königreiches. Ich bringe den Kindern hier... Ach so, ich lehre. Ich lehre die Kinder hier im Dorf. Wir alle wissen, dass beide, Feder und Schwert, wichtig sind. Also handle ich den Federteil und die Ritter kümmern sich um das Schwert. Okay, ja, das ist doch schon mal... ist eigentlich eine nicht so ungesunde Einstellung. Zumindest nicht, wenn so lange Monster angreifen. So, hier war doch irgendwo... Oh, was ist denn hier? Hier war ich ja noch gar nicht. Was haben wir denn hier? Aha. Wie wär's, wenn wir es ein bisschen ruhig angehen lassen? Ich denke, es wäre sinnvoll, auch mit ein paar Dorfleuten zu reden. Gehen wir mal da rein, hä? Oder wohnt die da? Oh! Noch eine Sauna. Sauna ist gut. Es gibt nichts Besseres als ein schönes, heißes Dampfbad. Das Geheimnis zu einem langen Leben, sage ich. Die Bäder sind ich und ich bin die Bäder. Genau jetzt... Genau jetzt bist du in meiner... direkt in meiner Existenz. Oh Gott. Der Raum ist gefüllt mit Schweißtropfen von meinem Körper. Oh Gott, Hilfe! Diese Bilder sind ein Spiegel der Welt. Alles ist hier. Freude und Leid. Krieg und Frieden. Das ist der Ort, von wo ich beschlossen habe zu kämpfen. Du musst auch deinen eigenen Weg wählen. Ihr macht mir Angst. Weg hier. Eieiei, hier war doch irgendwo eine Kneipe. Ich will einkaufen. Shopping. Bist du eine Kneipe? Ah, nee, da wohnt die. Die sprechen wir später. Webby und Talis. Das sind doch schon mal Waffen. Genau, da brauche ich nur Gold. Gold wäre gut. Sehr schön. So, wer war denn jetzt von der Magiergilde hier? Wir verdanken es allen Lady Julienne, dass wir Essen wie dieses genießen können. Ich liebe die Prinzessin so sehr. Sie ist stark und schön.
Hallo, willkommen zu unserem schönen Etablissement. Niemand erreicht etwas auf einem leeren Magen. Du solltest dich daran erinnern. Ja, schön. Ich würde gerne... Ich suche den Magier. Aber der ist nicht hier. Kann ich nichts verkaufen jetzt? Ist aber doof. Das ist aber... Bist du der Magier? Nee. Jeder hier im Dorf verlässt sich auf den König, auf den Ritterorden, um sie zu beschützen. Ich schäme mich, es zu sagen. Aber obwohl ich groß bin, bin ich ein Nichtsnutz. Vielleicht gehe ich einkaufen. Oder vielleicht versuche ich mit Leuten zu reden. Hey! Die Leute werden nicht misstrauisch wegen mir werden, oder? Ich würde auch gern shoppen, aber ich habe kein Geld. Ach, guck mal. Oh, du bist es. Ich bin froh, dass ihr sicher von der Höhle zurück seid. Vielen Dank, dass ich nicht als Monsterfutter geendet bin. Jetzt kann ich mit meinen Forschungen weitermachen. Vielen Dank. Schau gerne in alte Texte und Aufzeichnungen, seht ihr? Ich fühle mich viel mehr mit einem Buch in der Hand zu Hause als mit einem Schwert. Einige der Ritter ärgern mich und nennen mich Professor Papyrus und geben mir andere dumme Namen. Nun denn, es stört mich nicht. Sie sind Nachfahren des alten Königreiches, also verstehe ich, dass sie ihren Stolz haben. Das alte Königreich? Es ist vor langer Zeit gefallen, aber es war das einzige Königreich, das jemals über die ganze Insel herrschte. Sie haben einen hohen Zivilisationsgrad erreicht und viele Nachlässe haben überlebt. Indem ich durch viele alte Texte geschaut habe, habe ich den Standort des alten Königreichs erfahren. Es war der Ort, den wir als die letzten Länder kennen. Also war dort ein Königreich, wo die letzten Länder sind. Um genau zu sein, war ich noch nie dort. Aber es ist definitiv möglich, dass einige Hinweise auf das ehemalige Schloss noch übrig sind. Eines Tages würde ich gehen und selber nachschauen. Mhm. Du bist aber auch kein Magier. Du verkaufst mir auch kein Sprit Knight und gibst mir kein Gold. Was ist denn das für ein Mist, ey? Vor allem, wieso kann ich nicht einfach bei den anderen Händlern verkaufen? Das ist doch blöd. Wer hat sich denn sowas ausgedacht? Ich trainiere regelmäßig, damit ich eines Tages Lady Julienne assistieren kann. Ich weiß, dass ich noch einen langen Weg vor mir habe, aber euch kämpfen zu sehen, hat mich wirklich inspiriert. Schön. Ah, ein Äther, wenigstens drei Äther, das ist schon mal was. Aber wo ist denn hier jemand? Wer bist du? Hallo? Also seid ihr die Helden, die unser Dorf gerettet haben? Ich bin Lady Julienne's stellvertretender Commander Cornelius. Es ist angenehm, eure... Ach, Bekanntschaft zu machen. Das ist doch der Typ, der den Mord in Auftrag gegeben hat. Okay. Ende? Stimmt etwas nicht? Nichts? Ich kenne dieses Gesicht. Es ist nichts, besser nichts sagen. Also seid ihr die Reisenden, die die Menschen unseres Dorfes gerettet haben. Es ist dank euch, dass keine Leben verloren gegangen sind. Vielen Dank, ich bin wirklich dankbar. Ich muss euch abermals bitten, eure Lippen verschlossen zu halten, was unsere Mission anbelangt. Ganz besonders in Gegenwart ihrer Hoheit. Haben wir uns verstanden?
Welche Mission? Ich weiß nichts. Wer bist du? Ja, ja, genau. Sehr gut. Wir sollten bald abreisen. Bereitet euch sofort vor. Ah, eure Hoheit. Abreisen? Aber wohin? Wir müssen sicherstellen, dass so etwas nicht noch einmal passieren kann, während wir fort sind. Mobilisiert die Ritter und lasst sie alle Monster in der Nähe eliminieren. Was? Nein! Wir wünscht. Ich werde die Ritter für die Abreise bereit machen lassen. Alter Falter! Wir haben das Kind doch gerade gerettet. Ihr könnt es doch nicht wieder erschlagen. Was ist los? Hat sie dir irgendwas getan? Soll ich hier eine Abreibung verpassen? Wie wäre es, wenn ich ihr einen Hauch meiner Magie... einen ordentlichen Schlag meiner Magie... sie einen Hauch meiner Magie kosten lasse? Irgend sowas, keine Ahnung. Seid ruhig, ihr beide. Was ist los? Sie hat gesagt, dass sie den Ritter alle Monster in der Nähe eliminieren lassen will. Wenn sie das tun, wird der kleine Junge... Bitte, Setzner. Versuch einfach, diesen Jungen zu vergessen. Du hast eine wichtige Aufgabe zu erfüllen. Erinnerst du dich? Ja, ich weiß. Hey! Ich stimme Setzner zu. Ich will ihm auch helfen. Kier. Ich meine, er ist genau wie wir ein Seltenblütler, richtig? Er ist nicht wirklich menschlich, aber auch nicht unbedingt ein Monster. Ich wette, er fühlt sich ganz alleine auf der Welt. Wenn ich einfach nur mit ihm reden könnte, so wie Setzner, dann denke ich, könnten wir Freunde werden. Ah, nicht du auch noch, Kier. Helfen wir ihm nun? Fein? Oder ich bin dagegen? Ich kann eh nichts dagegen tun. Vielen Dank, Endir. Wie unüblich für dich, Endir. Oh Mann. Das ist Setzners Reise. Wir müssen ihre Wünsche respektieren, richtig? Vielen Dank, Nidir. Nichts zu danken. Ich möchte nicht, dass du irgendwas zu bereuen hast, wenn deine Reise zu Ende ist. Alles klar, dann ist es beschlossen. Komm schon, wir müssen uns beeilen. Vielen Dank, ihr alle. Also finden wir dieses kleine Monster, bevor die Ritter es tun und helfen ihm zu entkommen. Habe ich das richtig verstanden? Ja, bitte. Eterna ist deiner Party beigetreten. Nil ist deiner Party beigetreten. Kier ist deiner Party beigetreten. Ich würde aber trotzdem gerne noch Waffen kaufen. Oh, was bist du denn? Ach du, der hängt immer noch darum. Julien. Den hat sie ja umgehauen. Sag mal, wo soll denn jetzt? Ist hier wirklich keine? Oh. Eine Münze? Habe ich das richtig gesehen? Auf die Schnelle? Gibt es hier wirklich keinen Magier? Der schon wieder. Reuburg ist ein Dorf mit stolzen und ehrbaren Rittern. Unsere Hingabe für die Leute ist absolut und unsere Loyalität für Lady Julienne ist unerschütterlich. Das ist schön für euch. Ich hätte trotzdem jemanden, wo ich was verkaufen kann. Gerne. Vielleicht kann ich das einfach in der Kneipe bei dem Gastwirt machen oder so. So, hier haben wir ja den Schmied. Hier drin haben wir einmal den Apotheker und einmal
den Wirt hier. Ne, das ist aber nur der Chef. Da habe ich immer noch keinen getroffen, der mir irgendwie Lebensmittel verraten könnte. Ich kann dir aber auch keinen fragen. Hey Leute, wo ist hier der nächste Magier-Shop? Ich habe kein Geld, ich kann nichts kaufen. Das ist doch Kacke. Das ist doch jetzt wirklich Kacke. Nee, das ist zu nö. Aber das kann doch nicht sein. Normalerweise hat doch jedes Dorf alle Händler da. Nee, das ist die Julienne. Ich hätte wenigstens gerne eine Karte, wo drauf steht: Hey, hier kannst du Magiekrams kaufen. Nee, mit denen hatte ich ja auch schon geredet. Ach, das ist doch doof. Das ist doch sowas von doof jetzt. Ich will doch nur Magiekrams kaufen. Nein, in der Sauna werde ich es wohl nicht finden. Hier ist ja auch keiner. Beziehungsweise ich will ja mein Zeugs verkaufen, damit ich überhaupt mal Gold kriege. Die wollen mir doch jetzt nicht sagen, dass wir hier jetzt losziehen, ohne Gold, ohne Ausrüstung. Ich meine, da macht es ja gar keinen Sinn, da die Händler hinzustellen. Ich motze jetzt wahrscheinlich und wahrscheinlich renne ich die ganze Zeit an dem Magie-Heini vorbei. Fluxation hatten wir schon mal, ja. Wahrscheinlich bin ich jetzt schon ein paar Mal an den Magier vorbeigerannt, motzenderweise. Also an den Magierhändler. Das ist jetzt doof. Ich würde aber sagen, ich suche noch ein bisschen weiter. Die Zeit ist jetzt auch schon ein bisschen rum. Das ist blöde. Also das finde ich jetzt, wenn der jetzt wirklich nicht da ist, finde ich das schon doof. Also es lohnt sich jetzt auch nicht mehr aufzubrechen für uns. Dann bleiben wir bei dem aktuellen Status und ich gucke mal, ob ich den noch irgendwo finde. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und dann gucken wir mal, ob wir das kleine Monsterchen gerettet kriegen, oder? Seid ihr wieder dabei? Ich hoffe doch. Wir sehen uns. Ciao, ciao.